Hallo, hier ist Patricia mit einem Video aus einem wunderbaren Umfeld mit blauem Himmel, Riesensonnenschein. Es ist nicht fake, es ist echt. Ja, es ist natürlich einfach in einer solchen Realität gute und glückliche Gedanken zu haben, auf jeden Fall. Aber ich wollte heute mal dazu sprechen, was ganz, ganz viele Rückmeldungen sind zu mir gekommen. Ich bin mega happy, dass euch die Videos, die ich mache, weiterhelfen und dabei unterstützen, in euer Traumleben zu gehen. Also erstmal vielen Dank. Und eine von den vielen Fragen, die eigentlich immer wieder die gleichen Fragen: Was mache ich, wenn ich meiner Realität begegne, den Tag durch? Was mache ich, wie gehe ich damit um, wenn ich Rechnungen habe, wenn ich Streit habe mit dem Rechtsanwalt? Wie gehe ich damit um, wenn ich Ärger habe mit einer Person am Telefon? Was mache ich da? Und das Wichtigste ist, dass du auf jeden Fall dir einfach mal bewusst bist, dass das Realitäten, Situationen, Ereignisse sind, die du noch mit deiner vergangenen Persönlichkeit kreiert hast. Und das sind aber auch Ansatzpunkte, wo du herausfinden kannst, was ist in dir, das zum Beispiel diesen Anwaltsrechtsstreit kreiert hat. Welche Überzeugungen hast du? Meistens sind ja so Überzeugungen einfach mal gerade bei Anwalt, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, mir wird Unrecht getan. Ich bin jemand, dem Unrecht getan wird. Ich bin jemand, der beeinträchtigt wird. Ich bin jemand, der kämpfen muss. Ich bin jemand, der sich durchsetzen muss. Ich bin jemand, der per se einfach benachteiligt ist. Ich meine, da sind so viele Sachen dabei, wenn du so Probleme hast, oder? Und das ist deine Grundhaltung, das ist dein Zustand. Auch jedes Mal, wenn du ein Telefongespräch führst, dass vielleicht ein Streit ist oder Auseinandersetzung, die andere Person ist nicht kooperativ. Das bist du. Das fängt schon damit an, was denkst du über die Sache, über die du mit dieser Person zu telefonieren hast, zu sprechen hast. Was glaubst du von dieser Person, wie kooperativ sie ist? Und meistens geht es gar nicht darum, was du von dieser speziellen Person am Telefon glaubst, sondern es geht wirklich generell: Glaubst du, du bist jemanden, der unterstützt wird im Leben von allen möglichen Menschen? Oder glaubst du bist jemanden, der manipulieren, kontrollieren, reden, seinen Willen durchsetzen muss, damit er das bekommt, was er will? Das sind so wichtige Dinge, die du in dir selber erstmal klären musst. Wer bist du? Wer bist du in einem Telefongespräch? Wer bist du in Bezug auf das Leben? Was erwartest du von dem Menschen um dir herum? Und ich sehe es wirklich ganz, ganz krass. Nichts und niemand begegnet mir hier aus eigenem freien Willen. Es gibt niemand, der da draußen ist und darauf wartet, mich zu treffen und mir Knüppel zwischen die Beine zu legen. Es gibt niemanden, außer ich habe jemanden in meinem Drehbuch. Ich habe diese Rolle verteilt. Außer diese Rolle gibt es in meinem Leben. Aber wenn ich in meinem Leben das Drehbuch meines Lebens so gestalte und so schreibe, dass ich sage: Alle Personen, die in meinem Leben mir begegnen, sind zu meinem Besten. Das ist eine Grundeinstellung, das ist eine Grundhaltung. Und das ist eine Grundhaltung, die kannst du nur aus dem Null und aus dem Nichts für dich kreieren. Diese Grundhaltung kannst du nicht kreieren, weil du sagst: Ja, es war immer schon in meinem Leben, es war so gut. Das kann dein Verstand gar nicht verarbeiten, weil der sagt dann: Nee, das war nicht so und der war gegen dich und der hat dich nicht unterstützt und hier bist du ungerecht behandelt worden. Das funktioniert nicht. Du musst
ins Nichts gehen. Du musst eben dein neues Leben aus diesem Nichts, wie Dr. Joe Dispenza auch immer sagt in den Meditationen, du kommst an den Punkt, wo du einfach erkennst, du bist nichts und niemand und alles andere ist auch nichts und niemand und alles andere entsteht nur durch deine Aufmerksamkeit. Alles andere entsteht nur durch deine Beurteilung. Alles andere entsteht nur, wie du es wahrnimmst aus deiner Perspektive. Und das musst du dir wirklich jeden Morgen klar machen, wer du bist und was du bewirkst, dass du alles bewirkst, was sich dir zeigt, dass du das Drehbuch deines Lebens schreibst. Und wenn du mit diesem Wissen und mit dir dieses Wissen antrainierst, dir diese neuen Perspektiven antrainierst, dir diese neuen Denkhaltungen antrainierst, wenn dir dann deine Realität begegnet, siehst du sie anders. Du hast nicht mehr das Gefühl, du musst drauf reagieren, weil du begreifst, ich muss nicht auf meine Vergangenheit reagieren, weil wenn ich auf meine Vergangenheit reagiere, in dem Moment trage ich sie in die Zukunft und schon wieder habe ich sie hier vor mir. Wenn ich es hinter mir lassen will, dann muss ich anders drüber denken, dann muss ich anders drüber fühlen und dann muss ich auch anders reagieren. Also nochmal zum Beispiel, ein Rechtsstreit oder eine Auseinandersetzung, auf welche Art und Weise auch immer. Lass es bleiben. Geh ins Vertrauen und denke dir einfach nur, das kommt zu meinem Besten, wenn ich das Beste erwarte. Das klingt so banal. Aber einfach loslassen, das, was nicht zu dem gehört mehr, was du bist. Wenn du keine mehr bist, die Rechtsstreits hat, sondern wenn du diejenige oder derjenige bist, der das Leben einfach in Freiheit und Freude und Leichtigkeit leben darf, dann hast du keine Rechtsstreite, weil du bist die Person. Das Leben spült alles nur zu deinen Gunsten her. Und wenn du die Person bist, kannst du nicht gleichzeitig die Person sein, die sich noch mit einem alten Rechtsstreit umärgert. Versuch, solche alten Geschichten so schnell wie möglich abzuschließen. Auf Englisch sagst du, suck it up, oder? Friss es einfach, schluck's runter, gut ist damit, geh weiter. Und wenn du vielleicht irgendwie Geld verlierst oder draufzahlst, überleg dir, wie viel Geld es dich kostet, wenn du die Scheiße weiterziehst, wenn du in Groll und Hass weiterläufst, wenn du deine Zukunft damit verpestest. Überleg dir das. Zahl irgendeine Rechnung, schließ das Zeug ab. Wirklich, ich sage es dir aus eigener Erfahrung, je länger du diese ganzen Geschichten aus deiner Vergangenheit in deine Zukunft mitträgst, desto mehr halten solche Sachen dich zurück, die neue Persönlichkeit zu werden. Und überleg dir wirklich, kannst du es dir leisten, diese Dinge weiter in die Zukunft zu tragen? Kostet es dich nicht noch mehr, diese Dinge weiter zu tragen und weiter zu am Leben zu erhalten? Was kostet es dich an Energie? Und Geld ist nichts anderes auch als an Energie. Und ich sage, ich kann es mir nicht leisten, mich zu ärgern. Ich kann es mir nicht leisten, mich mit Leuten zu streiten. Ich brauche die Energie für mich, ich brauche die Energie für meine Träume, ich brauche die Energie für meine Zukunft, ich brauche die Energie für meine Visionen. Es ist wirklich mein Rat. Solche Dinge, schaut, dass ihr sie so schnell wie möglich abhakt. Und wenn ihr nicht recht bekommt, egal, vergesst das und geht in eure Zukunft. Lasst es hinter euch. Lasst den Ärger, lasst den Groll, lasst Streitigkeiten, lasst diese Sachen hinter euch. Fangt neu an, geht ins Nichts, seid niemand und erfindet euch neu. Und ja, es ist wirklich der einzige Weg. Und ich sage, ich kann es mir nicht leisten, diesen ganzen Terror und Theater mitzumachen, den ich produziert habe in der Umwelt. Kann es mir nicht mehr leisten, weil eine neue Persönlichkeit hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Cut! Lasst alles hinter euch. Lasst allen Ärger, lasst alle Wut, lasst alles, was mit der Vergangenheit, euren vergangenen Kreationen zu tun hat. Ihr müsst es hinter euch lassen, damit ihr die neue Persönlichkeit werden könnt. Und die Dinge, die ihr immer wieder seht, seht sie aus einer neuen Perspektive.
Das war meine alte Kreation. Mein altes Ich hat gemeint, es wird ungerecht behandelt und muss sich verteidigen. Heute weiß mein neues Ich, dass es alles im Quantenfeld kreiert, dass hier auf materieller Ebene überhaupt nichts für mich zu erreichen ist. Also muss ich aufhören, auf der materiellen Ebene in schlechten Gedanken, schlechten Emotionen versuchen, Recht zu haben und Dinge durchzusetzen mit Willenskraft und Anstrengung. Ich kann dort rausgehen und ich gehe dort raus, wie in der Meditation, wirklich im richtigen Leben. Du gehst einfach raus aus den Situationen. Du läufst weg, du engagierst dich nicht mehr, du beurteilst nicht mehr, du denkst nicht mehr drüber nach und sagst einfach, was war's? Und es klingt so leicht, ich weiß, aber du brauchst einen neuen Mindset, du brauchst ein neues Lebensverständnis dafür, damit du das auch machen kannst. Und dieses Lebensverständnis, das holst du dir jeden Morgen, indem du dir jeden Morgen sagst, wer du bist, welche Persönlichkeit du bist, welche Erlebnisse du hast diesen Tag, was deine große Lebensvision ist, wie du zu allen Dingen stehst, was deine Beziehungen betrifft, was deine Beziehungen zu materiellen betrifft, alles, du musst dich komplett neu erfinden und dieser Erfindung folgen, 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 folgen. Und wenn dir alte Sachen begegnen, sagst du, ja, früher mal so gewesen, brauche ich nicht mehr. Bewusst durch jeden Tag gehen. Hier wieder 24 Stunden am Tag das neue Ich sein Leben trainieren, bis du es einfach automatisch bist, bis dein alter Autopilot durch einen neuen Autopilot ersetzt ist. Und dann kommt es weniger und du fühlst dich besser und besser und happier und happier. Ja, das war's für heute. Schreibt mir, ich versuche euch zu helfen, happieres Leben. Ich habe so viel gelitten, ich sag's euch, es lohnt sich nicht. Jetzt ist der Moment und wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, das Alte hinter euch zu lassen und nur noch eure Träume zu leben, dann tut es jetzt, weil jetzt ist der richtige Moment, es gibt keinen besseren und du kannst es dir nicht leisten zu leiden, du kannst es dir nicht leisten, ein mittelmäßiges Leben zu führen, weil warum auch? Alles Liebe und ich schicke euch ganz, ganz viel Sonne. Ciao, ciao.